Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 162. So, nach kurzer Unterbrechung geht es dann weiter. Ich hoffe, es ruft keiner mehr an. Aber man kann ja nur hoffen. Ups. So. War ich ein bisschen AFK, aber muss ein paar Sachen klären. Aber es geht weiter. Mal die letzte Folge ein bisschen kürzer als, aber ich glaube nur 2 Minuten kürzer als sonst. Von daher nicht so tragisch, nicht so tragisch. So, wir gehen jetzt unsere Quest abgucken, was wir bekommen. Ansonsten, wenn wir da nichts mehr Tolles bekommen, haben wir, ja, nee, doch nicht. Kriegsmeisters an haben wir noch und Corki. Das wäre gut, wenn wir das machen mit Corki. Wenn ich nur wüsste, wo ist das? Maßnahmen, ich glaube ja. Corki. Wieder vermisst. Ups. Das ist aber auch da. Gucken jetzt erstmal. Hier die Quest abgeben. Ist glaube ich bei dem Großen, ne? Mit diesem Steinmenschen. Zorn der Erde. Und das wird alles nochmal wieder aufgegriffen in Katar. Fohlenrei. Gut, da wir zu dritt nicht sind, lassen wir das aus und gehen mal nach da. Dann haben wir fast Nahrand abgegrast, was Quests angeht. Aber wie gesagt, ich habe hier oder Quest hier in Nagrand immer sehr gerne. Ich finde, das macht immer am meisten Spaß. Na gut. Jeder hat so sein Lieblingsquestgebiet, glaube ich. Der Freund heißt heute unbekannt. Gar keine Maske an für unbekannt. Na gut, sei es drum, ne? Wir wissen ja, wer es ist. Hoffe ich. Oh, schön. Aber wir sind ja kein ach, guck mal da, unser Freund. Noch einer. Gesehen? Glaublich, der Typ. Ehrlich. Müssen wir lang, kommen wir an der Arena vorbei. Dringende Prüfung. Und das wurde dann wieder auch in Dings aufgegriffen. In. Ach, was ist denn jetzt? Draenor. Draenor hier ein paar Sachen abgeben konnte, gab es ein paar Questgeber und hier in
Burnout Crusade ist, glaube ich, hier nur der Arena-Verkäufer. Da drin ist eine Arena. Man kann da auch reingehen, dann wird man dann, ich sag mal, Arena oder PvP geflaggt. Tja, nur hier ist irgendwie keiner mehr. Da ist er. Da sind sie. Der hat dann die Arena-Quest für uns, beziehungsweise die Arena nicht im Sinne von PvP-Arena-Quest. Seht, gibt es hier tolle Sachen. Wäre dann was Schönes für uns hier. Die gibt es auch tot und Götzen und so, ja. Und Buchbänder. Das gibt's alles gar nicht mehr. Ja, ein schicker Bogen. Sehr schön. Tierset beziehungsweise Gladiator-Set und das richtige T6, also das sieht ja im Prinzip so aus, das ist dann nur in Rot, das T-Set, was man dann im schwarzen Tabel bekommt. Das hat ein bisschen was, wenn man nicht genau hinguckt, sieht das ein bisschen aus wie das ich glaube T4 vom Krieger. Oder so ein bisschen. Ich könnte sagen, ganz minimal. Wenn ich da gleich die Geschichte anhören. Gucken, ob wir dann Quarky finden. Ich weiß gar nicht, ob der dann auch hier war. Oh, ich glaube, wir müssen uns da durchkämpfen. Von der anderen Seite. Glaube ich. Aber wir können ja gucken, ob wir hier irgendwo hochkommen. Hätten wir jetzt einen Flugmount, können wir einfach hinfliegen. Ach, guck mal da. Einfach hinfliegen. Ich finde sowas mal toll. Vielleicht müsste doch einen Weg da hoch geben hier. Mensch. Gebe da nicht. Da hinten. Es könnte. Oder auch nicht. Doch, passt, passt. Ja. Schön. Schwupp. Das ist eigentlich der Typ, den wir anquatschen müssen. Dann sind die. Vielleicht so eine Art gestunt oder die sind einfach nur gerade verbuggt. Mir egal, auf jeden Fall hat es funktioniert. So. Noch. Hier dann auch? Nein, da. Ach. Wenn wir auch in der richtigen Richtung stehen, funktioniert es auch. So. Kann ich noch den holen?
glaube, die sind einfach ein bisschen buggy. Glück für uns, Pech für die. Ganz klar, Glück für uns. So, jetzt schmeißen wir uns in unseren Teaser. Tja, dann müssen wir dann hier durch den ganzen Murks reiten, ne? Ja. Aber dass der nicht angegriffen wird. Ja, Burning Crusade war die Zeit der Ogas hier. Aber die werden immer noch getötet, lustigerweise. Ich war letztens noch einmal da. Letztens ist gut. Vor gefühlt 2-3 Monaten, als ich noch, als ich Legion quasi gespielt habe, war ich schon mal gucken, wie es so aussieht, aber sieht nicht viel anders aus. Wird immer noch viel gefarmt, zwecks Ruf. Weil man kommt ja noch die Reittiere da, 4 oder so. Von daher machen das immer noch ganz viele. Sind die erstmal gerade schnell was essen, trinken. Dann gucken wir uns das gemeinsam an. Da, die Höhle des Löwen quasi. Wissen wir auch, da die ist. Ja, das sind auch die Kisten, ne? Ja. Oberbanner. Banner, genau, haben wir den Banner in der Tasche, dann haben wir mal raus. Jetzt sind wir da hin. Ich weiß nicht, ich guck mal gerade, ob wir einfach vorbeilaufen können. Ich dachte gerade, der kommt angelaufen. Zack, um. Ich weiß nicht, ob man die in die Leichen stopfen musste. Her. Das letzte Mal waren hat ja gesagt, ich glaube, man musste irgendwie die Kisten einsammeln. Ungültiges Ziel. Sind die Kisten schon mal? Alles passiert ist irgendwann auf gefallenen Agenten. Hm. Ach, theoretisch sind das ja dann gefallen. Naja, egal, wir gucken mal da oben. Mysteriös. Agenten. Wenn ich zu viele pullen, weil das ist nicht dann allzu gut. Weil wir werden dann ziemlich böse. Gültiges Ziel. Aber da stand jetzt nicht, Quest konnte noch nicht abgeschlossen werden. Nee. Jetzt müssen wir weiter gucken. Die Kiste sind wir vielleicht im falschen Lager für die Ogre-Banner der Tunnel. Ja, schon richtig. Zauberer. Kultist. Todesverräger.
Mal gerade lesen. Da. Urgebeine Totenschläge aufgestellt. Bla 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 bla. Erkennen. Bespurt jeden gefallenen Soldaten. Jeder gefallene Soldat. Da schließt er theoretisch hier die Wachen und so auch mit ein. Das ist ja quasi, sind ja quasi die Soldaten von denen hier. Fähigkeit macht mich bereit. Er will mich da verarschen, oder? Jetzt hat es funktioniert. Umfallen oder was muss man die dann noch stechen? Es kann ja lustig werden. Naja. Das gucken wir uns, denke ich mal, in der nächsten Folge an. Wir bringen uns erstmal hier ein bisschen in Sicherheit. So, dann hier im Gebüsch würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play WoW. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns. Auf Wiedersehen!